Dann seht ihr das nicht. Kauft alle bei App. Ja. Wo schreibt jemand, ich würde die Jan und Dima Kollektion kaufen? Wovon? Von T-Shirts? Die Frage, ja, die Kollektion ist die Frage, was ist das und was ist da drauf zu sehen? Unsere Gesichter einfach nur? Hakenkreuze offensichtlich. Einfach nur ganz viele Haken. Uiuiui. So. Einfach nur so blaue Binden. Ja, blaue Binden, hier Dings, Hammer, Sichel, Hakenkreuze, Judenstern. Das fand ich ja zum Beispiel sehr, sehr schön von Böhmermann, wo er diese Dagibi-Verarsche macht. Ja. Mit den Binden. Ja, ja, genau, genau. Und dann Verpackung Binden. Ja, sehr geil. Das war schon sehr gut. Oh Mann, diese Stelle nervt mich so sehr, dass ich hier den Quickload wieder einsetze. Aber wir sind back in game, es funktioniert alles, das Spiel ignoriert euch, sowas. Ja. Vielleicht gehen wir nicht genügend auf das Spiel ein. Ja, das ist genauso wie mit den, apropos, mit den Nazi-Bitches. Ich glaube, das ist Stein, auf den du da schießt. Na Moment, hier, ich habe eine gerade erwischt, hier, da liegt sie doch. So, Ma'am, ich muss sie leider wegsnipern. Es tut mir wirklich fast leid. Nichtsdestotrotz, aus welcher Ecke kommen sie? Links oder rechts? Na, hallo? Ich finde so. Sie ist ein bisschen schüchtern, das ist schon okay. Komm. Es gibt jetzt ein paar Möglichkeiten. So. Ist es, weil du das Spiel so gut kennst oder woran liegt es, dass du mittlerweile beides kannst? Sprechen und spielen. Ich glaube, ich kann das Spiel einfach mittlerweile fast auswendig. So. Das ist einfach nur noch Muscle Memory, hier Muskelgedächtnis, was gerade hier passiert. Also die Wege kenne ich nicht auswendig, aber einfach dieses Feeling, dieses... Na, wie soll ich sagen? Es ist einfach nur laufen und ab und zu in die richtige Richtung klicken. Ja, dieses Movement und so, das ist halt echt so, das habe ich so lange gemacht, auch halt mit Wolfenstein Enemy Territory und so. Dieses Sprinten und so, das habe ich so drin, dass es einfach nur noch so Automatik ist. Da hat jemand eine Granate auf mich fallen lassen. Das ist ja in Call of Duty 2 total schlimm gewesen. Das habe ich ja durchgespielt im Stream. Ja. Und hätten die keine Granaten gehabt in dem Spiel, wäre das das einfachste Spiel der Welt. Okay. Aber durch die Granaten macht das alles anders, oder? Du wirst halt, teilweise hast du 3 Granaten auf dem Bildschirm, also so Warnung, 3 Granaten aus 3 Richtungen. Ja gut, das sind. Und du wirst einfach nur am Granaten ausweichen. Und du versuchst irgendwie in Deckung zu sein, um dich zu heilen. Aber du wirst halt zugespammt mit Granaten, das ist sehr ätzend. So, Ruhe jetzt. Wobei es ja auch das Ding gibt, worauf ich gerade hinaus wollte, dass wenn man spielt und man abgelenkt ist, und dann ist es einfach nur so unterbewusst spielen. Ja, das stimmt. Also hier ist es... Wo man auch nicht unbedingt... Du hast zwar im Nachhinein keine Ahnung mehr, was du gemacht hast, genau. Aber es hat funktioniert. Du hast so ein solides Spiel abgeliefert. Das ist im Grunde das, was gerade hier passiert, glaube ich. Weil ich das schon halt ein paar Mal gemacht habe. Und eigentlich nur noch so aus dem Instinkt heraus spiele. Ja. Das finde ich so witzig, dieses Sliden hier. Guck mal, ich verfolge sie die ganze Zeit, während sie die Treppe runterrutscht. Okay, jetzt ist es durch. Aber nein. Sind das noch Menschen oder sind das einfach nur Schwarze? Das sind einfach nur... okay. Hallo? Nur weil sie Lack und Leder tragen, kannst du sie doch nicht so verurteilen. Ja, es war so dunkel, da hatte ich kein Gesicht ausmachen können. Es war einfach nur hier hast du dein Figur. Gesicht. Hier ja, da sehe ich das jetzt. Da stelle ich das nicht. Wow, shit. So, Ruhe jetzt. Das ist aber schon sehr komisch, dass man jetzt gegen Frauen kämpft. Findest du? Das ist eigentlich... Wann hat man zuletzt überhaupt einen weiblichen Gegner in einem Ego-Spiel? Sehr selten, weil es sofort als Sexismus abgegolten wird, was nicht in Ordnung ist. Weil es nicht Sexismus, das nicht zu zeigen? Weiß ich nicht. Also so... Halten? Ist das halten? Was habe ich gerade falsch gemacht? Kurz mal weg, kurz mal hin. Okay. Ja, so, sauber. Pizza. Ich weiß nicht, ich bin für mehr Frauen in Ego-Shootern als Gegner, weil wenn Gleichberechtigung dann halt so richtig, so, dann ist das okay. Muss jeder auf die Fresse kriegen. Muss jeder auf die Fresse kriegen, ja.
Also. Aber das ist ja auch okay. Also in dem Kontext, das funktioniert ja. Mit diesen Lack- und Leder-Nazi-Tanten. Das ist ja voll okay. Es ist ja auch ein bisschen geil. Auf jeden Fall, es gibt bestimmt irgendwelche Leute, die da voll drauf abfahren, auf diesen Lackleder-Nazi. Oh shit, einfach die Kombination aus eng anliegendem Latex-Nazis, Scharfschützengewehren und viel Schaden in kurzer Zeit. Verdammt! Fuck! Okay. Es wird übrigens gefragt, ob du noch Enemy Territory spielst. Ich würde es gerne spielen, aber die Tatsache, dass es mittlerweile nur noch so gemoddete Kack-Server gibt, wo man sich erstmal 1000 Maps runterladen muss. Also wer das Spiel kennt, der weiß, wovon ich rede. Es gibt keine Vanilla-Server mehr. Es gibt nur noch irgendwelche gemoddeten Server, wo du 1000 Packs runterladen musst, um überhaupt auf den Server zu kommen. Es ist einfach nur nervig. So irgendwelche komischen Witz-Mods, wo Soundeffekte ausgetauscht werden und sowas. Ich würde Enemy Territory bis heute spielen, wenn es Vanilla wäre, wenn es einfach nur noch Standard, so, ich will meine 6 Levels haben, die ich kenne und die ich immer auswendig kann, so wie das hier im Grunde genommen. Und ich will das bis ans Ende meiner Tage spielen und das war's, so. Mehr will ich nicht. So, ich bin Medic, I'm a Medic und das will ich machen, so. Es gibt ja dieses ET Legacy Projekt, was so eine Art Open Source Implementierung der, so ein Open Source Client für Enemy Territory ist. Okay, ja. Das interessiert mich, da kommt in einer Woche oder so, oder jetzt die nächsten Tage eine neue Version raus. Da habe ich schon Bock drauf, das mal wieder zu testen, so. Aber halt, was bringt es mir, wenn meine Leute nicht mitspielen, wenn ich das alleine spiele? Das ist ja Multiplayer, so, ne? Ja. Multiplayer allein zu spielen ist irgendwie bescheuert, so. Deswegen spiele ich das Singleplayer-Spiel. Ja, weil man braucht halt irgendwie Leute und. Ich hatte früher so eine richtig geile Gruppe, so während der Gymnasialzeit, so mit meinen Buddies da, wir haben schön Enemy Territory gefetzt. Das war schon geil, so. Aber keine Ahnung, heutzutage... Über Internet oder LAN? Internet halt. Schön so auf Public Server gegangen und alle rumgeflamed und so. 3, 4... So was. Ja. Gut, was haben wir denn noch? Wo? Vorsicht, Jan, die Cops rücken an, um dich zu verhaften, wenn du das Spiel streamst. Das stimmt. Ich verstehe. Männer, Frauen, Transen, Behinderte, alle müssen sterben. Warte. Das ist die Wahrheit. Ich habe 69 Energie. Was sagt mir das? Das heißt, geil. Jeder hat das Recht, virtuell erschossen zu werden. Ja. Schreibt jemand. Genau. Warum sollte es da irgendwie Abstriche geben? So. Ja, also. Gut, next. Machst ja richtig Fortschritt hier. Mhm. Vielleicht schneide ich da einfach 20 Teile draus, dann haben wir ein Return to Wolfenstein LP ja. Komplett durchgespielt. Das ist sogar ein Endboss-Level hier. Genau, weil diese Helga von Bülow macht jetzt irgend so einen Pakt mit Dämonen oder so ein Shit und dann wird sie, naja, siehst du gleich. Da ich ja Old Blood gespielt habe, kann ich mir ungefähr vorstellen, was jetzt kommt. Ist das da auch mit drin? Es gibt das auch einen Endboss. Ich bin mal gespannt, wie der aussieht, ob das einfach der gleiche ist. Mhm. Aber danach geht es ja noch weiter. Ja, ja, in dem Spiel ja. Okay, dann ist Old Blood einfach so eine Light-Version von dem hier. Ja, kann sein. Also, ich weiß es nicht. Ich habe Old Blood nicht gespielt, aber so vom Ding her. Weil ich meine, Old Blood geht jetzt nicht so lange. Das geht vielleicht 5-6 Stunden. Ja, ich finde das gar nicht so schlimm, wenn Spiele kurz sind. Wenn sie gut sind, dann dürfen sie auch kurz sein. Ist auch egal. Ey. Beziehungsweise, wenn sie einen Wiederspielwert haben. Also, wenn sie. Also, schlimm ist es halt immer, wenn du so Sachen hast, okay, ich muss jetzt einer Figur zuhören, bis sie fertig gelabert hat oder muss ihr folgen. Sowas macht immer ein Spiel, finde ich. Weil du spielst nicht. Du bewegst dich zwar, aber du spielst das Spiel nicht. Und ich finde das. Schränkt einen Wiederspielwert für mich sehr schnell, sehr stark ein, wenn ich weiß, okay, jetzt bin ich an der Stelle, jetzt muss ich wieder warten, bis der gelabert hat, das kenne ich doch schon alles. Mhm. Kommt zur Sache, ich will einfach weiter das Spiel spielen, so wie es, wie das Gameplay halt auch ist. Heutzutage bin ich einfach froh, wenn ich überhaupt ein Spiel mal durchschaffe, deswegen ist es für mich auch okay, wenn ein Spiel kurz ist. Da hat man schnell das Erfolgserlebnis. Ja, dann hat man es einfach mal durch und dann hat man halt das erreicht, was man eigentlich erreichen wollte. Es gibt so viele Spiele auf meiner Liste, die ich niemals fertig spielen werde, was ich einfach weiß jetzt mittlerweile, weil ich halt
bis in die Puppen irgendwie arbeiten muss oder irgendwie sonst keine Zeit dafür finde. So. Ja, es gibt, ich habe auch, ich werde wahrscheinlich mittlerweile 10% der Spiele durchspielen, weil es sind halt, ich habe viele Rollenspiele, die werde ich nie durchspielen, das weiß ich. Und das sind eher so Spiele, das ist so ein bisschen, also wie so ein Snack, den kannst du mal zwischendrin mal einfach so reinhauen, spielst mal eine halbe Stunde, hast damit auch Spaß und die sind interessant, teilweise auch nur. Also die Location ist schon mal eine andere. Aber ich bin einfach nur auf das Gegnerdesign sehr gespannt. Und wie der Kampf abläuft. Okay, diese Geister, die mich gerade hier so... Blenden die dich? Ja, oder? Die machen mir Schwarzbild schön. Und das ist irgendwie nicht so geil. Weil du da nichts siehst? Ja, und die Framerate ist gerade richtig abgeknickt. Ich weiß gar nicht, was abgeht hier. Du hast doch einen modernen Rechner. Was geht ja, hier? Ja. Hey, wie gesagt, es 2, kann immer auch mal sein, 3, dass einfach OBS und so... Und komplett sich alles behindert. Okay, krass. Ich muss wieder runter, weil ich kein HP habe. Weil ich habe auch schon mal Battlefield gestreamt und da siehst du ja immerhin schön die Frames. Mhm. Und da hatte ich es auch mal, beim ersten Mal Alter, bin ich auf 7 Frames runter. Ja, so ungefähr fühlt sich das gerade an. Das ist ja richtig krass. Das ist ein Spiel von 2001. So, aber das ist Helga von Bülow, dieser Fleischklops hier. Oh, fuck. Okay, der sieht doch anders aus. Sie hat mich mal eben komplett zerlegt, ey. Aber da kann es sein, dass man auch einfach mal komplett neu starten muss, um das... Ja? Wieder zu beheben. Das Spiel oder was? Ja, am besten den kompletten Rechner, dass er sich einmal so auf Null setzt. Okay, so den Cache zu klären oder was? Ja. Ja, mal gucken. Vielleicht kriege ich das auch mit 7 Frames pro Sekunde hin, das werden wir ja mal sehen. Ja, und du kannst ja noch einmal, und wenn es dann weiter ruckelt, dann machen wir einfach mal einen Neustart und dann werden wir vielleicht auch wieder zu Twitch und vielleicht mal gucken. 2, 3. Ich glaube, so ungefähr war das Gameplay auf der PS2. Gab es das für PS2? Ja, ja, und das war sogar ein bisschen anders als die PC-Version. Da gab es auch einen Koop auf der PS2-Version. Das Level-Design war ein bisschen anders und es gab, glaube ich, ein paar andere Waffen oder so. Oh fuck, ey. Oh Gott, ich weiß nicht, welche Waffe ich nehme. 2, 3, raus damit. Oh mein Gott. 5 Frames pro Sekunde, das ist Cinematic-Qualität. Laut Konsolen oder was weiß ich. Oh nein, ich darf hier nicht in die Quere kommen. 1, 2, 3, zack. Oh Mann, ich weiß nicht. 1, 2, 3, 4. Die Granaten müssen möglichst ins Ziel treffen. Oh fuck. Ich habe keine Ahnung, wie ich das hier gerade mache. Aber noch sieht es nicht zu scheiße aus. Oh, jump, 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 jump. Keine Granaten mehr, okay. Ich muss neue Granaten holen. Alter, mit 7 Frames pro Sekunde dieses Spiel zu spielen. Keine Ahnung. Nicht, dass das einen großen Unterschied macht, aber Granaten wären jetzt nett. Habe ich keine Granaten mehr. Die rumbelt da oben jetzt vor sich hin. Kurz aufladen. Das ist so ganz nett irgendwie, so ein kurzer Zwischenstopp hier so. Ja, nehme ich mit. Ah, auweia. Ich glaube, ich muss meine Thompson verballern. Jetzt läuft es wiederum flüssig. Ja, solange da oben nichts abgeht. So. Guck dir das mal an. Das ist schlimmer als gerade hier Brothers in Arms lief. Ja. So, das war schon so ein bisschen. Aber die Grafik ist besser. Aber die Grafik ist besser. Das ist erstaunlich, wie ein Spiel von 2001, dass da die Grafik besser ist als. Ja, das ist halt beim PC immer neu rendert, ne? Inwiefern jetzt? Also das Bild wird halt anhand der Leistung berechnet, dadurch, dass die Konsole nicht mitskaliert. Oh fuck, 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 fuck. Also die Konsole wird halt nicht besser mit der Zeit. Also es ist abwärtskompatibel und selbst da wird ja nicht neu berechnet, sag ich mal im Bild. Ja, das kann sein, ich weiß es nicht genau. Naja, wenn du ein PS1-Spiel auf der PS3 spielst, sieht es jetzt auch nicht unbedingt besser aus. Okay. Es sei denn, das hat so ein Glättungsding drin, aber das ist halt auch schon das Beste, was du kriegst. Ja, ja, das ist schon klar. Aber die Pixel werden nicht neu berechnet.
sondern nee, einfach nur gestreckt, das ja, meine ich. Ja, das geht ja auch gar nicht anders. Wie soll das denn sonst gehen? Wir können ja nicht irgendwas erschaffen, was nicht da ist. Oh, naja, so. Aber bei PC geht das ja. Ja, bei. Ja, ja, vielleicht, keine Ahnung. Weil da wird ja. Vielleicht ist die Quake 3 Engine ein bisschen überfordert von der Full-HD-Auflösung, die wir hier gerade ihr abverlangen. Und von den ganzen heftigen Streaming-Shit und so. Kann es damit zusammenhängen, dass nein, es überhaupt nicht. Okay. Ich dachte mir doch. Das ist Bullshit, was ich hier gerade habe. Dass der Engine auch von irgendwas nein, belastet wird. Fuck it, ich darf jetzt nur nicht wie wenn sie Babys laufen. Und muss versuchen, hier schön zu Bunny hoppen und zu Strafe jumpen. Oh nein, 17 HP. Zurück. Ah. Ey, wenn ich das schaffe, dann weiß ich auch nicht, ey. Ich habe einen Quick Save gemacht, ne, aber sicher ist hier gar nichts. Helga, das wird jetzt mein letzter Angriff für diesen Quick Save. Stirb, du scheiß Mistvieh. Also, ich kann sagen, dass der Endgegner von Old Blood. Oh, das war's. Ey, das war's. Ich habe, glaube ich, nie so geflucht bei einem Endgegner. Okay. Weil er ist nicht nachvollziehbar. Der hat so, der kann halt über die komplette Karte einfach mit der Hand rüberfahren und du kannst dann nicht ausweichen. Dann hast du mit kleinen Gegnern noch zu kämpfen, okay, die auf dich schießen, also mit normalen Soldaten. Und dann mit Dämonenwesen. Ah! Also so richtig so. Pure Luck! Du kriegst halt am Ende alles so richtig entgegengeballert, was das Spiel zu bieten hat, so mäßig. Ja, gut. Wir haben noch 500 Gegner übrig, die müssen wir doch irgendwie verbauen. Ja, ja. Okay. Munition gibt es auch keine mehr, okay, das muss jetzt so gehen. Aber dass der da so Probleme hat, das ist echt. Vor allem nur weil du hochgehst, ist weil du keine Decke mehr über dem Kopf hast? Keine Ahnung, auf einmal crasht er hier so richtig ab. Komm, Helga. Friss Blei. Sind das Granaten oder so? Nee, hatte ich halt, aber die sind alle. Und diese Babys ziehen einem richtig viel Energie, wenn die in einen reinfliegen. Aha. Und das ist halt im Moment das Problem, diese Babys, diese Geisterbabys. Geisterbabys sind sowieso ein Problem, ey. Dead Space hat uns gezeigt, dass man Geisterbabys niemals trauen sollte. Aber da waren es keine Geister, glaube ich. Nee, da waren es richtige Babys oder halt Zombie-Babys, Necro-Babys. Necro-Babys. Ja. So, Helga. Jetzt bin ist es Helga jetzt? Das ist Helga, das ist mutierte Helga. Achso, okay. Nein, Old Blood beschwört sie so ein Viech. Okay. Nee, das ist sie. Sie ist okay. Gerade mutiert, sie hat irgendwas, irgend so einen Dämonenscheiß mit sich machen lassen. Tja, ja, das ist, wenn man die falsche Duftkerze anzündet. Ja, ja, das kann schon mal passieren. Dann stehst du in einem Pentagramm und dann hast du einen Salat. Ja, ja, das kann einem beim Yoga auch passieren, glaube ich. So. Deswegen, Kinder. Dann machst du einfach den falschen Kranich und. Ja, dann bist du so eine fucking Fleischmutation. Das ist ein Mann. Wenn nee, man einmal meine, nicht aufpasst. Fleischmutation war sie davor schon. Ja, das stimmt allerdings. So gesehen. Ach, ich meine, davor war sie eine BBW, so nennt sich das doch, oder? Eine Big Beautiful. Werkstier. Keine Ahnung. Oh nein! Oh Mann, Alter! Diese scheiß Geisterbabys, ich hasse sie. Die ziehen so viel ab und ich sehe nichts deswegen. Aber es gibt ja auch noch diese S. Ist es SSBBs? Ich habe keinen Plan. Ist das das nächste Level? Der ja, ja. Super Saiyajin Big Beautiful Woman? Oder was? Ich glaube ja. Oh fuck, Mann. Fuck. Oh Junge. Nur noch 5 HP. Komm schon, Helga. Friss nur noch ein bisschen von diesem Blei, was ich hier so entgegenspucke. Das ist schon okay. Es wird dir nicht schaden. Es enthält viel wertvolles Vitamin B. Vitamin Blei. Komm schon, put. Oh, endlich, Mann. Okay. So, jetzt kann die Performance wieder hochgehen. Jetzt können wir wieder schön auf 30 Frames oder was auch immer dieser Rechner in der Lage ist zu leisten. Eigentlich ordentlich. Ja, deswegen wundert mich das. Ich meine 71 Frames bei Battlefield 1. Fick! Fick! Oh, nein! Granaten werfen. Ah, die Leute hören auch wieder nicht zu. Wir haben keine Granaten mehr. Das wir ist ja das haben Ding. Halt keine mehr. Ich wünschte, ich hätte welche, ey. Aber Moonwalker meint vielleicht Sniper nehmen und sich hinter einer Säule verstecken, auch wenn ich mir nicht einig bin, ob das die beste Möglichkeit ist. Das ist. Ja, ich mach das mal. Vielleicht sieht das mehr Schaden oder so, ich weiß es auch nicht. So. Also dafür muss man ja treffen bei 5 Frames pro Sekunde noch dazu. Oh Gott, bloß weg hier. Bitte nicht. 5 Frames pro Sekunde. Na, immerhin hast du mehr Zeit pro Frame, um zu treffen. Ja, das mag sein.
Einfach nur Damage machen. Ja, vielleicht ist das keine schlechte Idee. Ich lasse es erstmal so. So, habe ich getroffen, ich weiß es nicht genau. Komm, Helga. Aufs Maul. Das ist doch das. Oh nein! Nein, 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 geht weg, Geisterbabys. Ihr verdammten Säule. Mistviecher. Ja, die können durch Säulen durch, das ist scheißegal. Also, das sind Geisterbabys. Und der Typ, was hat der hier zu suchen, Mann? Weiß auch nicht, der wollte vielleicht... Mann, Junge, der will auch irgendwelche Geisterbabys beschwören. Spratz! Weg damit. Okay, so, wo ist meine geile Schnupper? Schnupptaste. Oh nein, 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 weg, 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 Helga, nein. Herrgott, nochmal. Always move on. Ja, ja. Das ist der Plan. So, Snipe. Ich sag dir, hat nicht mehr viel. Ja, es gibt aber auch keinen Indikator, ne? Nö, null, 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 du siehst gar nichts. Gibt keine HP-Anzeige. Das ist nicht so freundlich, so früher war das halt so. Du hast einfach draufgeballert in der Hoffnung, dass irgendwas passiert. Da gab es keine HP-Anzeige und so. Schlimm ist, wenn eine Mechanik dahinter steckt, wie du musst die Umgebung benutzen. Das ja. ist Bullshit. Und dann wird dir schön so ein Tutorial gezeigt von wegen, benutzt die Umgebung. Ja, von wegen. Oh Mann, ey. Wenn ich das schaffe hier, ne, mit drei Frames. Ich dachte, vielleicht irgendwie wird das Fadenkreuz. Das Fadenkreuz anders. Sagt, Helga kann das ab. Oh nein, Helga, verpiss dich. Oh fuck. Alles gut, du bist noch. Ich bin noch auf 30, ne, aber das ist. Viel ist das nicht. Wo ist denn Helga hier? Oh fuck. Verpiss dich. Oh Junge, triff diese fette Fleischklopsfrau. So. Mann, das muss weg. Dieses Tier. Es muss weg. Explodier, du Mistvieh. Oh komm schon. Wie lange muss ich das noch machen? Das muss die Hölle sein. Gegen Helga von Bülow kämpft. Oh, jetzt endlich. Und jetzt. Platsch. Fuck. Quicksave. Bitch. Okay, jetzt aber hier. Sehr gut. Mann, meine Fresse. Okay, der arme Mann hat es hier auch abbekommen. So. Jetzt läuft es wieder flüssig. Boom. Und wir haben den heiligen Dolch von Askarov. Von Askarov? Ist das der neue Wodka von so? Smirnoff und Rauf ist immer Alkohol, oder? Ja, eigentlich schon. Kann man grundsätzlich so machen, so. Jetzt sind wir plötzlich bei Metal Gear. Basically Alkohol, ja. Blaskowitz ist bestimmt auch dem Alkohol nicht so abgeneigt. Ja, ja. So. Aber hier hat er komischerweise einen Bart. Stimmt, hat er das in dem anderen nicht. Da haben die ihn wahrscheinlich mehr so auf seinen... Eine Optik aus Wolfenstein 3D. Ja, ja. So mit diesem Kinn. Dieses Arschkinn. Ja. Das, was so richtig heldenhaft ist. So. Na, guck mal. Wir haben. Was haben wir jetzt geschafft? Ein Level oder? Wir haben die erste Welt sozusagen geschafft. Okay. Vom Ding her. So mäßig. Oder ein Akt. Sag ja, einfach Akt. Ein Akt, ja. So und dann GG. Kriegst du wieder so ein Flashback hier zum NSA und die sagen bla bla. Wir werden in 50 Jahren all eure Daten sammeln. So, im Grunde ist das der Anfang von allem. Irgendwas habe ich letztens gehört über dieses Datensammeln. Mhm. Das ist sogar in dem öffentlichen Text, den es über die CSI gibt, steht es halt eiskalt drin. Ja, natürlich. Nur hat es halt keiner ernst genommen, weil es so hanebüchen ist. Ja, aber nein, das ist alles echt. Ja, also, alles echt. Da kann jetzt sich keiner beschweren, das ist... Ja. Und das ist einmal hier die Briten und einmal die, keine Ahnung, Franzosen glaube ich nicht am Start, aber es sind so die hier Best Buddies. So, Bildschirm ausblenden, bla, wir müssen weitermachen hier in dem Laden. 1.26 Uhr, das ist fast halb zwei. Nichtsdestotrotz, okay. Mission 3? Ist das schon Kapitel 3? Ich habe keine Ahnung, wie viele Missionen es gibt. Oh, krass. Oh, es ist grün. Ja, genau. Und das ist hier so eine Sniper-Mission. Hier gibt es so früher oder später die Snooper-Rifle, diese schallgedämpfte. Die halt diese... Ich glaube, die hat sogar verschiedene Sichtmodi, wo du halt Gegner besser ausmachen kannst. Und hier muss man undercover bleiben, weil wenn hier der Alarm ausgelöst wird, dann ist man halt am Arsch. Das wäre keine Mission für mich. Ja. Darin bin ich furchtbar. Vor allem diese alten Schleichsysteme, die sind ja noch fürchterlicher. Die haben so ganz bestimmte Bedingungen und so einen Kack. Ja, dann musst du echt wissen, wie das Spiel funktioniert. Ja. Und was machbar ist und was nicht.
Ich habe auch auf GOG habe ich mir so ein Spiel geholt, auch so mit irgend so ein Agentenspiel, wo du auch schleichen musst, was für die Zeit, wo das rauskam, technisch abartig gut war, also was du da machen kannst. Okay. Wie heißt denn das? Das ist nur absolut Trial and Error, weil so schwer ist. Oh, wie heißt denn das? Oh nein. So. Und das Ding ist, das ist eines von diesen Spielen, wo die Gegner unendlich sehen können und theoretisch von überall den Alarm zünden können, auch wenn du überhaupt nicht in ihrer Sichtweite bist. Deswegen, okay, das ist richtig Trial and Error vom Ding her. Wenn man hier die Mission nicht auswendig kennt, dann glaube ich, ist das echt auch so. Heißt das irgendwie Death All Spies oder so? Death to All Spies? Kann sein, ja. Irgendwie so heißt es. Vielleicht weiß das der Chat. Death to Spies. Okay, ja. Das ist also richtig. Also, man kann ordentlich viel machen, so von den Systemen, die man da anwenden kann, wie Schleichen. Und so ein bisschen wie Hitman, also du kannst auch die Leute verstecken, ich glaube dich sogar tarnen, mhm. Aber es ist halt wahnsinnig schwer. Okay. Weil die Bedingungen nicht unbedingt rational sind. Ich glaube, ich habe jetzt schon verkackt, weil wenn die anfangen rumzuballern, dann ist meistens schon der Alarm praktisch gezündet, so mäßig. Auf ja. Targo schreibt, es wohl das nervigste Level. Ja, Spiel. Genau, ja. Das ist halt das Ding, sobald die Gegner anfangen rumzuballern, hat man es eigentlich schon verkackt, weil die haben den Alarm bei sich praktisch um die Ecke, so mäßig. Ich check mal, ob ich eine Chance habe. Nee, ich habe schon verkackt. Also dieser Quick Save ist auf jeden Fall verkackt. Ich muss es eigentlich von Anfang an spielen. Da kann ich nichts gegen machen, weil ja, der Alarm ist praktisch schon so gezündet, so vom Ding her. Ja, Junge, ja. Komm, putz. Vor allem, die Sniper können halt unendlich sehen. Also ich bin theoretisch jetzt im Blickfeld von diesem Sniper da vorne. Okay. Der sieht, dass die anfangen zu ballern und der löst den Alarm aus und ich habe keine Chance. So. Und deswegen muss ich die Mission eigentlich von vorne starten. Das mache ich jetzt, das ist so das Beste, was man tun kann. Ja, kann ich das jetzt nicht irgendwie machen hier? Load? Save? Dieser Laptop mag mich einfach zu sehr. Er fällt mir immer in den Schoß und verschüttet meine Cola, die mir jetzt die Hand runterläuft. So schnell kann es gehen. Wie heißt denn dieses Level hier? Village? Nee, nicht Village. Nee. Forest wahrscheinlich. Forest könnte es heißen. Ich muss halt die Autosaves jetzt laden, weil er mir automatisch immer den Quicksave lädt. Ja, genau, das ist Captain Obvious, das Level heißt natürlich Forest. Ja, so heißt wahrscheinlich auch die Datei. Ja, genau. Und das Level, also der Name für die Karte. Ja, so sprinten wir mal hier ein bisschen. Sorry, das zieht sich halt dummerweise hin. Dieses Level ist echt Trial and Error, das ist ein bisschen nervig. Ich hoffe, wir kommen hier halbwegs schnell durch, weil danach geht das Spiel auch wieder geil weiter. Das hier muss man so ein bisschen überleben. Da ist natürlich die Frage, warum macht man sowas rein? Ist es halt... Man will Abwechslung schaffen und merkt dann irgendwie nicht, dass es eigentlich kacke ist, weil es nur einen Weg gibt. Ich meine, das muss ja irgendwann mal getestet worden sein, dieses Level, von irgendwelchen Leuten. So. Das weiß man halt nicht, ne? Ob das so wurde, ob das die Entwickler, die es dann gemacht haben, die haben sich gedacht, okay, wenn man das so und so macht, dann funktioniert das schon. Na. Also, dass man sagt, okay, natürlich muss das schwer sein, weil das natürlich auch in echt schwer ist. Aber ja, ob es halt Spaß macht, ja, genau, das ist halt die Frage. Das ist halt die Kacke an diesem Level speziell. Ich speichere mal ein bisschen früher lieber, damit ich mehr Chancen habe, sozusagen das erfolgreich zu beenden, diesen Mist hier. Ich muss jetzt mal langsam den Rechner an Strom packen, der hat nur noch 3%. Okay. Wir haben den Rechner leer gelabert. Oh shit, ist es schon soweit. Okay. Push ich dabei rüber. Quicksaven. Nicht zu oft quicksaven, weil sonst speichere ich wieder an der Stelle, wo ich nicht mehr zurück kann. Sniper Rifle habe ich noch gar nicht. Aber dieses Level ist ja eh das, wo man die schallgedämpfte Sniper bekommt. Deswegen ist das gar nicht so schlimm. Ich check mal kurz die Lage hier. Wenn ich den Messer
dann sollte ich eigentlich keine Probleme haben, theoretisch. Es sei denn, der Typ kommt gleich raus. Es gibt ja einen, der lauscht einfach nur seiner Musikbox hier. Das ist der hier. Der ist mir sympathisch. Ja, ja, aber lange macht er es nicht mehr, wenn er mir so seinen Allerwertesten entgegenstreckt. Deswegen. So leid, ich will es doch auch! So leid es mir tut, ich gucke mir so lange mal diesen Sniper hier an. Ja, das ist der Typ, der immer den Alarm auslöst. Das ist der Penner. Merkt euch den kriegen wir auch.